Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. So, wir sind in Borderlands 3 mal wieder unterwegs und im Hintergrund zu sehen den Maliban Takedown. Natürlich im Chaos-Modus 4 bin ich hier für euch unterwegs. Exklusiv, natürlich, versteht sich. Und ich möchte euch heute gerne eine Waffe ein bisschen näher bringen. Eine legendäre Shotgun, die es aktuell im neuen Hammerlock DLC zu erfarmen gibt. Und die Shotgun hat was Spezielles. Und wenn man das hat, ja, wenn man das nutzen möchte, kann man locker flockig den Maliban Takedown solo durchrushen. So, und diese Waffe handelt es sich, das ist die Anarchie. Ich habe jetzt die mal 18 Variante. Es gibt natürlich noch viel bessere und die Salbung ist bei mir auch nicht so geil. Wie gesagt, es gibt noch viel bessere Varianten von der Waffe. Das Spezielle an der Waffe ist, man darf bei der Waffe nicht nachladen. Jedes Mal das automatische Nachladen bekommt ihr 30% mehr Schussschaden. Und das ist bis zu 10 Mal stackbar. Das heißt, ihr dürft die Waffe nie nachladen, egal. Auch wenn ihr nur noch einen Schuss habt und ihr geht auf Wotan los. Ihr dürft die Waffe nicht nachladen. Ihr bekommt jedes Mal 30% mehr Schussschaden obendrauf. Wie gesagt, das ist geht nur 10 Mal. Aber nach dem 10 Mal, wenn man da jedes Mal 30% on top obendrauf bekommt Schaden. Das ist natürlich massiv dann die Shotgun. Ja, dann haut ihr noch irgendwelche Glasmods rein, was ihr gerade so rumfahren habt im Rucksack. Irgendwelche Waffenschaden, Shotgun-Schaden, irgendwas haut ihr auf die Waffe drauf. Dass ihr die Waffe quasi verbessern, verstärken tut. Und dann haut ihr seht schon im Hintergrund, tut ihr Munition verballern. Ihr verballert so lange Munition, bis die Waffe quasi automatisch 10 Mal nachgeladen habt. Wie gesagt, bei jedem Mal automatisch nachladen bekommt ihr 30% Waffenschaden obendrauf. Und dann kauft ihr natürlich, weil ihr gerade Munition verballert habt, kauft ihr natürlich dementsprechend euren Rucksack nochmal voll. Sprich Munition nachkaufen, auffüllen, wie auch immer. Und dann könnt ihr den Maliban Takedown locker, flockig, easy schaffen. Ihr seht es an der Waffe, die hat so einen leichten Grafikfehler, wenn man die hin und her schwenkt. Dann ist der Schussschaden quasi aktiv und ihr seht es schon im Hintergrund. Man macht massiv Schaden mit der Waffe. Die ist einfach mega geil. Ich werde mal versuchen, noch eine stärkere Anarchie für euch zu farmen. Vielleicht machen wir das irgendwie mal am Wochenende zusammen in einem Livestream. Ich muss mal schauen, wie gut ich da dementsprechend technisch aufgestellt bin. Schauen wir mal, ich kann nichts versprechen, aber da fahren wir dann mal, vielleicht am Wochenende, vielleicht am Freitag oder am Samstag, fahren wir dann eine im Livestream und dann machen wir nochmal den Maliban Takedown dementsprechend solo durch. Ich bin jetzt mit meinem Kommentar gleich durch, ganz klar, ich lasse das jetzt noch weiterlaufen. Zum Schluss bei Wotan, nicht wundern, da liegen schon 2, 3 legendäre Waffen auf dem Boden. Ich habe durch Leichtsinnsfehler habe ich den Wotan ein bisschen versemmelt zum Schluss. Das wollte ich euch aber nicht antun. Das habe ich dementsprechend rausgeschnitten. Also nicht wundern, wenn schon 2, 3 legendäre Waffen dementsprechend auf dem Boden liegen, wenn ich den Wotan-Bereich betrete. So, in diesem Sinne, der Like-Button wie immer penetrieren natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne kostenlos natürlich ein Abo dalassen. Ihr könnt das Video jetzt noch weiter verfolgen. Würde mich freuen. In diesem Sinne, bis später dann mal in einem weiteren Video. Ciao.
ein jämmerliches Ende für eine Schwache. Das ist meine Ja. Lächelt. Das waren fortschrittliche Mechs, aber wir wollen was Größeres. Weiter vorrücken.
ging das in Ordnung? Habe ich dein Leben gerettet? Ja. Habe ich deine Schwachpunkte gesucht? Das werden wir nie erfahren. Das ist die richtige Einstellung. Gefällst du mir besser? Wie fühlt sich dein letzter Ansatz? Du hast meinen Dank. Eine natürliche Sache, aber deine nicht so aufregend.
zurück zu mir, mein Mädchen. Na los, unsere Beute jagt sich nicht von alleine. Lass mich von der Jagd. Jagt sich nicht von alleine. Persönlich ausgeschaltet. 1A, Kammerjäger. Nach diesem Tritt in den Arsch wird Maliwon es sich zweimal überlegen, ob sie sich nochmal mit uns anlegt. Ich habe kein Blut, also nehme ich deins.